Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren React hier willkommen. Auf Beatsmeet TV. Heute mit dem Christian, dem Bram und mir, dem Peter Stender in Englisch. Ja, Christian? Was denn? Möchtest du eine Frage stellen? Nö. Wieso? Christian hat die Hand oben. Oh. Ja, ich wollte die Hand mal oben halten heute. Ah ja, okay. Heute in der 2-Tage-Themenübergreifenden React-Geschichte reagieren wir auf Ultimate Memes mit Version 1. Das ist ein... Alter, was macht der da für eine Scheiße? Weiß ich nicht. Ich sehe nicht. Bram, Alter. Bram macht gerade die... Kann ich nicht rüber machen. Bram gerade. Wir reagieren auf Ultimate Memes mit Version 1, ganz häufig von euch vorgeschlagen auch. Ist was auch ist ein... Eins? Das ist ein Best-of quasi, das auch eher angelehnt ist an dem Memes-Meet-Schnitt von Mango damals. Mhm. Ja, gucken wir uns mal an. Woher weißt du das? Weil da die Leute geschrieben haben in den Dingern. Ich dachte, das Internet jetzt vielleicht verraten. Ja, das okay, fair. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alles klar, Jungs! Jetzt abfahren! Alter, warte! Nochmal leiser! Herzlich willkommen zu einer ersten, zweiten Folge Valorant! Jetzt war es wieder Dr. Safe nicht gefroren. Nee! Hab ich? Mann, noch! Oh, der hat nicht mehr viel. Rechts. Ja, ich versuche jetzt zu machen, dich da wieder zu nehmen. Das war super! But. Ja, oh. Spannende Fear. Dragonborn. Der kippt doch jetzt sofort wieder um, oder? Jo. Ja, aber dafür habe ich den anderen gemacht. Sehr gut. Das geht. Drei Stück. Ja, drei Stück, ja. Drei? Wie ist da? Geht so. What the fuck? Hat mich direkt gemacht und wir geahnt. That just got fixed. We walked out of the trailer at some point. My dog stepped on me. Das war nicht schlecht. Okay, wir haben nach hinten abgedrückt. Das gibt's auch. Don't you bring me down. Ich dachte, das hätte deine Ulti weggemacht. Der hat einen Ace gemacht in der letzten Runde, oder? Ja, schön. Well, ach, da wusste ich noch nicht, was Team hat. Die Regeln. Für jeden erratenen Musiker bzw. Band gibt es Punkte nach dem ersten Lied. 10 Punkte. Das Lied habe ich gehört. Ist... Bloodstream. Ja, das ist doch Billie Eilish, oder? Ja. Nee, nicht das Lied. Ich meine, das Lied von Jay. Warum nicht? Bekommt ihr, wenn ihr mir sagt, wer denn Visiting Hours gemacht hat? Ja, klar. Aha. Derp. Ich den Tipp, Interpreten kommen nicht. Ja, war der im Knast? Ein Photograph. Oh. Galway Girl. Boah, das ist doch voll schwer. Ja, das ist auch voll schwer, ich hätte das nie... Warum wie heißt denn das? Das ist mega nice, das Lied. Da tanzt sich immer mit Julius zu. Alle meine Mama, Entchen. Das nächste Lied, das ist der Typ mit den braunen Haaren. Ah, jetzt halt die Fresse. Der hat auch Happier gemacht. Ja, ich weiß ganz Happier. Genau, wer das ist. Wie heißt der Pimmel nochmal? Das ist nicht der Hund. I'm so happy that I think. Das ist ein anderes Lied. Imagine Dragons. Das ist nicht so schwer, der ist unverkennbar hässlich. Ich wüsste immer nicht, welche Band das ist. Das ist keine Band. Ich hab gebuzzert. Ed Sheeran. Wieso denn schon wieder der Kack Sheep? Wer hat den ausgewählt? Bin ich nicht dran? He needs the milk! Rick Fan!
Fuck, hey, das ist noch nicht die höchste Stufe. Das ist auch nur. Der war nicht schlecht. Der war nicht schlecht. Der war gut. That's a lot of damage. Don't do it. Oh, Bram, I'm afraid you. Gut, dass du überholt hast. Was ist das denn? Alter, Mario Kart. Jetzt bin ich aber nicht mehr. Alle freuen mich schon demnächst drauf, wenn wir das wieder machen. Was hast du gesagt? Da freue ich mich demnächst schon wieder drauf, wenn wir das wieder spielen. Auf Mario Kart? Ja, weil beim letzten Mal habe ich echt nicht performt. Ich habe kein Wort gehört, als wenn du Bram verstanden hast. Nee, ich habe ihn nicht verstanden, aber ich habe gesehen, dass er was gesagt hat. Ich wollte sagen, ich höre überhaupt nichts. Nee, nee. Das ist ja heftiger abgemischt als Speedspeed-Videos. Was ist das? Meine Arme. Und Küsschen, Ferrero Küsschen. Danke, Hanni. Wie random ist das denn? Wenn du halt jetzt auf die Eichel legst, hat Ferrero dann eine Eichel geküsst. Oh. Hab ich gemacht. Was ist das denn? Okay, weiter. Wie definierst du das? Mal bitte die Zeichnung. Italo Kart! Ich wollte gerade nach vorne auf Meter schießen und die explodiert einfach. Und zufälligerweise schießt sie nach hinten oder ich hab sie nicht nach weit hinten! Weil ich hier vorne bin, ey, kommst du nicht? Ich hab sie wirklich! Es ist wirklich, also es ist wirklich. Ja, so macht das Spielkarriere immerhin. Es leckt einfach so. Also, ey, ohne Scheiß. Es ist nicht nee. Aber Hauptsache nicht. Es ist nicht nee. Also in dem Rennen. Ja. Oh Ich weiß doch schon, dass ich daneben schießen werde. So komme den Ningen und Shinyo de Kiruno. Nani? Oh, mein Gott, Moo Shinbeir. Das hat jetzt voll das Pacing rausgenommen. Wie stirbt der Indominus Rex in Jurassic World? Qualvoll. Alter, der wird. Boah, das wüsste ich jetzt wieder. Ah. Als ob du das weißt. Der fällt von der Klippe. Also, der rennt also quasi ins Meer. Der stürzt quasi ins Meer. Der rennt von der Klippe ins Meer. Also, während halt. Pass auf, die haben halt diese komischen Bälle. Ich weiß nicht, wie die heißen. Ja, verstanden. Ja, vielleicht wird da aber auch von der Atomrakete. Die fliehen halt mit allem Mann diesen komischen Hang runter. Und da sind halt auch ein Dinosaurier dabei. Und der kann nicht stoppen und fällt halt ins Meer. Nee, leider nicht, Bram. Pass auf. Oh. Der wird von den Raptoren, die der Chris Pratt gezüchtet hat, gekillt. Also der hat ja trainiert. Wie wird der gekillt? Also. Oh, oh. Ja, also hä? Sind schon. Also das ist, während sie von der Klippe fallen. Oder was? Hä? Die werden von dem. Sag doch einfach, der wird gebissen von denen auch. Oder? Ja, dann sagt das ist ja so, sagt der Teil. Nee, der wird von den Raptoren getötet. Ja, von. Ja! Das ist mein Tipp. Also den finalen Schlag, den machen die Raptoren. Alter! Dann verblutet der oder wird abgeschossen dabei. Was weiß denn ich? Die Raptoren töten ihn, ja. Okay, nee, dann gibt mir halt falsch. Nicht den Punkt, wenn du nicht willst. Das ist leider falsch. Christian. T-Rex. Oh.
Was, der T-Rex? Nee, das war dieses Wasservieh. Weißt du, aus diesem Becken, mit Riesenteil frisst den. Alter, der Part war fucking awesome. Ja, der war geil. Der war unfassbar lustig. Der Dino war, der war richtig gut, ja. Bei mir geht, ja, aber, also, das, nee. Das war der T-Rex, war geil. Der war lustig, der war gut. Also nicht mit Abstand, aber der war schon der Beste. Da waren schon gute Sachen bei, ja. Ja, der Anfang gefallen. Hat mich überfordert mal wieder, aber da ist ja nichts über Außergewöhnliches. Ah, cool. Cool, dass jetzt hier auch ein paar von euch sich an sowas versuchen. Also ziemlich nice. Original natürlich auch wieder verlinkt in der Videobeschreibung. Und vielen lieben Dank euch, dass ihr heute eingeschaltet habt. Danke, Sen. Dankeschön. Ja, euch einen wunderschönen Tag noch bis dahin. Haut rein. Tschüss.